Wunsiedel ist ja eigentlich schon immer für die verschiedensten, zum Teil auch verrückten Aktionen bekannt. Ja, im Fichtelgebirge, da wirft man schon gerne mal mit Baumstämmen um sich, reist zurück ins Mittelalter oder versucht gar Stonehenge nachzubauen. Los ist da einfach immer was. Da wundert es einen nicht, wenn jetzt auch noch ein 55 Jahre alter Braumeister zum gefeierten Akrobaten wird. Braumeister Jürgen Hopf aus Schönbrunn im Landkreis Wunsiedel sorgt für einen wahrhaft kuriosen Anblick. 2 Kilometer legt der Hobbyakrobat rückwärts mit seinem Drahtesel von Schönbrunn bis zum Wunsiedler Marktplatz zurück. Warum der ganze Aufriss? Bürgermeister Karl Willi Beck lädt zum 10-jährigen Dienstjubiläum. Perfekte Gelegenheit, so, um aufzufallen. Also ich habe neulich in alten Fotoalbums gewälzt. Und da habe ich eine Aufnahme von mir gefunden, wo ich früher mal als junger, also vor 40 Jahren, als junger Mensch rückwärts mit dem Fahrrad fotografiert worden bin. Und da denke ich, das könntest du wieder mal ausprobieren. Und da habe ich das Rädchen genommen und habe das gemacht und es ist gegangen. Und da denke ich jetzt schon seit einem Dreivierteljahr nach, wo kann ich das der Menschheit einmal wieder zeigen, was ich für Fähigkeiten in mir habe. Und was sagt das Jubiläumskind zu diesen außergewöhnlichen Fähigkeiten? Schließlich müssen beim Training regelmäßig Hosen dran glauben. Denn auf der Lenkstange sitzend Fahrrad zu fahren ist nicht gerade einfach. Ich freue mich natürlich ganz toll, dass er diese Aktion gemacht hat. Als er mir gesagt hat, Mensch Charlie, ich hätte da eine Aktion auf Lager, habe ich gesagt, Mensch Jürgen, das verbinden wir, das machen wir zu meinem 10-Jährigen. Hat er sofort gesagt, jawohl, das machen wir. Und ich denke, das ist eine tolle Sache. Ein Bürgermeister eben, der auf seine Leute und sein Wunsiedel stolz ist. Doch auf sich selbst kann Karl Willi Beck durchaus auch ein klein wenig stolz sein. In den letzten 10 Jahren kämpft er erfolgreich gegen Rechtsextremismus, kurbelt Umbauarbeiten an der Luisenburg an und setzt sich für die Gestaltung der Energiewende in Wunsiedel ein. Wenn das kein Grund zum Feiern ist.